Mehr guter, mehr fantastischer Sex für alle, auch für alle Reichen. Offener Brief an alle Reichen wie Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Bill Gates und all die anderen Milliardäre und Reichen. Liebe Leute, wir Naturwissenschaftler sind ganz sicher, ihr lebt nur einmal. Euer Leben endet schneller, als ihr denkt. Genießt es doch wenigstens richtig. Und die Marktwirtschaft ist ein Glücksräuber, die hat euch euer Lebensglück und Liebesglück geraubt. Wozu seid ihr die reichsten Menschen der Welt geworden, wenn ihr euch genauso euer Lebensglück rauben lasst, wie das der Ärmste der Welt genauso? Vielleicht haben sogar manche Ärmste der Welt ein besseres Liebesleben als ihr. Also deswegen, hier ist die Lösung. Also einmal ist es Einführung der Gemeinwohlwirtschaft, aber wir haben auch den direkten Weg dahin. Wir haben jetzt hier die Gemeinwohlgemeinschaft Köln Süd, sozusagen gestartet oder als Angebot vorhanden mit der Unterabteilung, mit dem Unterexperiment. Sozusagen mit dem Unterexperiment Gruppenehe, Polyamore, Polybisexuelle, Gruppenehe, Polybi-Gruppenehe, ganz kurz sozusagen ist die kürzeste Formulierung. Und alle herzlich eingeladen. Also wenn Sie mitmachen als Milliardäre, dann wäre, das ist ein leichtes, lauter Wohnungen anzumieten in der Nachbarschaft und so fort, das alles ganz groß aufzuziehen. Und jetzt nochmal zu der Diskussion, weil wir ja das oberste, das erste der 10 Gebote der Marktwirtschaft lautet, ja, du sollst monogam leben. Und ich ergänze, du sollst monogam leben, auf dass du konsumsüchtig, kaufsüchtig, shoppingsüchtig, alkoholsüchtig, zigarettensüchtig, drogensüchtig wirst, aber niemals glücklich wirst und vor allem kein erfülltes Liebesleben hast, denn dann konsumierst du mir zu wenig, ne? Deswegen heißt das erste der 10 Gebote der Marktwirtschaft, du sollst monogam leben. So, und jetzt haben wir natürlich auch in der Gemeinwohlgemeinschaft Köln-Süd die Möglichkeit, dass man auch monogam leben kann und alles, es ist ja alles erlaubt sozusagen. Es gibt ja keine Einschränkungen. Es gibt nur eben auch das Unterexperiment Gemeinwohl, Polybi-Gemeinwohlgemeinschaft. So, und da ist nochmal das Thema Monogamie, Gruppenehe, ne? Also. Die Aussage war ja gewesen, liebe Milliardäre, also hier unten rechts an dem das rundliche Ding, das Zahnrädchen, überall anklicken, das gibt's mittlerweile fast überall, sogar beim Fernsehen im Internet, anklicken und Wunschgeschwindigkeit einstellen, Geschwindigkeit erhöhen, Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen, macht Freude, weil ich jetzt auch noch langsamer rede. Also, vor 100.000 Jahren war das Gehirn im Durchschnitt der Menschen durchschnittlich deutlich größer als heute. Also hätte die von den Geisteswissenschaftlern beschworene Geisteskraft ja eigentlich regieren können und hätte es dann unnötig gemacht, dass wir eine verschwenderische, zweckentfremdete Ausweitung der Sexualität bekommen haben, ja? Also die Evolution hat keinen anderen Weg gefunden, rauszukommen aus der säugetiertypischen Rivalentötung und Kindertötung von allen Seiten. Da rauszukommen, da hat die Evolution keinen anderen Weg gefunden, als dass alle Frauen mit allen Frauen Sex haben und sozusagen dadurch Liebesgefühle im Kopf haben und dadurch dann nicht mehr fähig sind, die Kinder der anderen Frauen zum Beispiel zu töten. Kindertötung kommt durch Männer zustande, durch Frauen bei Säugetieren ganz munter. Und auch in unseren heutigen Gesellschaften werden ganz viele Kinder zu Tode kommen. Sie müssen mal gucken, wie viele Millionen Menschen auf Kinder auf der Welt
von Männern oder Frauen mehr oder weniger deutlich getötet werden, ja, trotz unserer vermeintlichen Zivilisation, ja. Und das heißt also, die Evolution hatte nur diese zweckentfremdende Ausweitung von Sexualität gemacht. Auch deswegen natürlich, weil dann auch wenn die Frauen einander lieben, dann will die einzelne Frau ja sozusagen, dass ihre Liebespartnerin auch, dass sie mit der weiterhin ganz tollen Sex haben kann. Und das kann sie nicht, wenn sie ihr Kind tötet, denn dann wird die Frau stinksauer und wird sie mit Liebesentzug bestrafen. Also, all das sind Sicherheitsmechanismen gegen die Kindstötung und gegen die Rivalentötung und alles so. Und etwa, wenn das die Geisteskraft hätte schaffen können, gerade weil das Gehirn vor 100.000 Jahren vielleicht sogar 0,1 Liter größer war im Durchschnitt als heute, ja, dann, wenn sie es damals nicht geschafft hat, wie soll sie es dann heute schaffen? Aber das versuchen die Geisteswissenschaftler, indem sie sagen, ja, der Mensch soll doch mit der Geisteskraft sozusagen Rivalentötung und Kindertötung oder ungute Gefühle in diese Richtung gehend unterbinden mit Kraft der Geisteskraft. Und das ist aber, dazu kann man dann zum Beispiel sagen, wenn Kommunen mit ganz vielen Monogamien und dann viel Geisteskraft super glücklich sein könnten, dann müssten doch auch eigentlich die Bauerndörfer total glücklich sein, denn das sind sehr eng zusammenlebende Menschen, die meistens monogam leben, aber alle flüchten doch vom Land in die Stadt, ja, weil sie eben auch dort, weil diese Bauernkommunen mit Monogamie offensichtlich sehr unglücklich sind. Also niemandem gelingt es. Also die Geisteswissenschaftler versuchen da quasi etwas, was noch nie funktioniert hat in der Evolution, erstmals in der Menschheit hinzukriegen, dass sie sozusagen Kraft des Geistes, die Gefühle Richtung, das sind ja oft nur Gefühle Richtung Kindstötung und Rivalentötung. Das muss ja nicht ausgeführt werden. Es reicht ja schon, wenn ein Kind ein bisschen komisch behandelt wird oder wenn ein Rivale ein bisschen komisch behandelt wird, ja. Das sind ja dann schon Spannungen, die dazu führen, dass Gemeinschaften scheitern können, ja. Ja, und dann noch auch nochmal, die Geisteswissenschaftler machen oft den Fehler, den Menschen als gegeben zu nehmen. In Wirklichkeit ist es ganz anders. Unsere mausartigen Urgroßeltern vor 65 Millionen Jahren, also gerade mal gestern, zeigen ja, es gibt nicht den Menschen. Alles ist im Fluss. Die Menschen werden auch auf keinen Fall so bleiben, wie sie jetzt sind. Sie werden vielleicht ganz andere Körperformen noch entwickeln. Vielleicht wird sich alles, wenn sie zum Beispiel die Gemeinwohlwirtschaft schaffen würden, jetzt einzuführen, vielleicht mit Hilfe der Milliardäre, dann würde vielleicht das Gehirnwachstum weiter zunehmen und wir würden irgendwann mit riesigen Köpfen rumlaufen und würden diese dann als total sexy empfinden und total schön, weil sozusagen sich ja die Attraktionsmuster in unseren Gehirnen natürlich immer parallel mit evoluieren, mit der Veränderung des Körperbaus. Also damals haben unsere Eltern mausartige Körperformen für total sexy empfunden und reizvoll und attraktiv. Heute empfinden wir jetzige Menschenkörper als sexy und attraktiv, soweit sie nicht durch die Marktwirtschaft hässlich gemacht wurden, was ja bei den meisten Menschen der Fall ist. Und
wenn die Gemeinwohlwirtschaft eingeführt wird und die Körper sich nochmal drastisch verändern, die Gehirne sich nochmal verändern, die Hände vielleicht noch feingliedriger und die Finger noch schmaler und zarter werden und so weiter, frauenmäßiger sozusagen noch werden, damit wir besser manipulieren können, kleine Gegenstände und so weiter, und die Fingerfertigkeit noch weiter steigt und so weiter, ja, dann haben wir letztendlich einen veränderten Körper, aber auch und wir werden auch dann diese völlig veränderten Körper wieder sexy finden. Ne? Von daher also hier noch einmal die zweckentfremdende Ausweitung der Sexualität ist also das Zentrale, und das Problem ist, da wir diese Gene noch haben, gibt es nur einen Weg zum glücklich werden, nämlich dieser zweckentfremdenden Ausweitung unserer sexuellen Lustmöglichkeiten auch gerecht zu werden durch das Experiment, das Unterexperiment einer polybiamoren Gemeinwohlgemeinschaft Köln-Süd als Unterabteilung. Herzliche Einladung dazu an alle, die wirklich jemals wirklich glücklich leben wollen. Ja, und das, was die Geisteswissenschaftler auch immer übersehen, ist, das Gehirn ist offen für die Möglichkeit der Selbst- und Fremdtäuschung durch vorteilbringende Irrtümer. Also der Punkt ist ja so, wenn die Kraft des Geistes einfach so regieren könnte, warum hat das dann bei mir nicht funktioniert? Als jemanden, der einem der intelligentesten und klügsten und wissenschaftsgebildetsten Menschen der Erde aller Zeiten sozusagen, ich habe 30 Jahre die vorteilbringenden Irrtümer meiner Gesundheitssparte geglaubt, bin auf sie hereingefallen und habe gedacht, wir würden Gutes tun. In Wirklichkeit haben wir Dauerpatienten erzeugt, Dauerkundschaft erzeugt und haben natürlich viel mehr Schaden angerichtet als Nutzen, weil das eben das Wesen der Marktwirtschaft ist. Erzeuge Dauerkunden und schädige dafür die Menschen und spiele dir selbst vor, dass du Gutes tätest und spiele anderen vor. Und diese Selbsttäuschung und Fremdtäuschung, ja, durch die vorteilbringenden Irrtümer, wer kann denn bitteschön Kraft des Geistes, wenn ich dafür 30 Jahre gebraucht habe, wer anderes kann denn das schaffen, wirklich seine Selbsttäuschung und Fremdtäuschung durch vorteilbringende Irrtümer seiner Sparte zu durchschauen und aufzugeben und Kraft des Geistes? Daran zweifeln also die Naturwissenschaftler, dass das so einfach möglich ist. Ja, das war's mit diesem kurzen offenen Brief an alle, die sich für mehr Sex interessieren und so weiter. Tschüssi, bis bald.